Recht herzlich willkommen zur 175. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, das war die Rakete, die wir eigentlich vielleicht nehmen sollten, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Ich wollte gerade noch mal ins Missionszentrum gehen und schauen, ob es noch andere Missionen gibt, die wir da machen können. Auf einer Umlaufbahn um die Sonne hatten wir, befördert zwei Touristen sich an ihre Ziele, erkunde Kerbin, führe Observation und Untersuche von Minmus durch, stelle eine Flagge auf Minmus auf, befördere zwei Touristen sich an ihre Ziele, führe Temperaturuntersuchungen von Kerbin durch, rette Defort aus der Umlaufbahn von Minmus, führe Beobachtung Untersuchungen von Kerbin durch, positioniere einen Satelliten in einem Synchronnetzwerk um Minmus. Okay. Das machen wir, glaube ich, schon. Ja, das ist der, den wir schon da haben und den wir nie beenden werden, so ungefähr. Und das ist die Kombi mit dem. Baue eine neue Orbitalstation um Minmus. Tja. Elf Kerbals. Okay. Das ist nicht wenig, ne? Station muss für Curlington und Vapor Products. Docking Port, Power Warmer, Antenne. Besitze eine Einrichtung, die mindestens 11 Körper unterstützt, nicht abgeschlossen. William Kubota auf Station. Besitze 4000 Einheiten Liquid Fuel auf deinem Station. Stabilität halten. Und die Umlaufbahn, ist klar. 11 unterstützt, wow. Auftrag abbrechen wollen wir nicht machen, aber da haben wir uns wohl was vorgenommen. Ich weiß gar nicht, wie der Auftrag zu uns kommt, ne? Du musst ja ohne Ende irgendwie hier so eine Labor haben oder sowas. Landebüchse. Da passt einer rein. Doktor, gar nix. Hier haben wir noch eine Lande-Crew, Kapazität 2. 1. Was haben wir hier? 1. 3. Okay. Nichts Besonderes. Nutzlast. Gibt's hier irgendwo... Crew-Kapazität 4. 2. Okay. Aufbewahrungsbehälter für Anhalter. Krass. Da gehen 2 rein. Okay, das ist ja schon mal passend dick, wenn, ne? Ja, das ist aber äußerst schwierig, denke ich mal, das zu schaffen, was wir da vorhaben. Okay. Muss man dann aber bauen, ne? Da baust du so ein. Und dann hängst du die anderen da drunter, ne? Aber wir wollten ja jetzt erstmal gucken, dass wir nach Duna kommen, ne? Um Punkte zu sammeln. Jetzt die Frage, ob wir das hier so nehmen, wie das hier ist. Da Tralo hat ja auch noch was geschrieben, ne? Dass man da so ganz einfach und leicht bauen sollte, ne? Nicht so eine schwere Kiste, glaube. Und zurück wollen wir auch, ne? Ist ja das nächste. Oh, ich weiß nicht, ob wir da dann diese Rakete nehmen sollten. Nee, momentan bin ich da irgendwie nicht für zu haben, ne? Ich guck mir lieber nochmal eine andere Mission an.
Also die hier ist mit der Orbitalstation, das ist natürlich der Hammer, den ich da ausgesucht habe. Die beiden laufen und die können wir nicht machen. Also müssen wir was anderes machen, wenn. Was hier verlangt. Ah, da möchten sie einen Aufpraller haben, sozusagen. Ja. Docke mit zwei Raumfahrzeugen an oder umköbeln an. Nicht abgeschlossen. Ja, müsste man mal gucken, ne? Stelle eine Flagge auf Minmus auf, auch gut. Reports durchführen. Crew Report ist gefragt, immer okay. Befördere zwei Touristen sicher an ihre Ziele. Wo wollen die denn hin? Okay, das ist alles umkörben. Temperaturuntersuchung von Körben durch. Oh Gott, das sind dann vier Bereiche, wo du eine Temperatur messen musst. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist. So, da sind wir den retten aus Minmus Orbit. Da gucken wir doch mal gerade noch mal nach einer Rakete, die wir dafür haben vielleicht. Minmus Rescue, haben wir sowas? Moon Rescue? Moonländer, Muna, Minmus V3. Ah, was ist das denn hier? Mal gucken, was das ist. Ja. Da kann man mit hinfliegen. Und der ist ja da oben in einem Orbit, oder? Warte mal, das müssen wir dann wieder nachgucken. Das war hier. Auf der Umlaufbahn von Dingens. Das niedrige Umlaufbahn. Ja. Das mache ich jetzt. Das nehme ich noch an. Und das ist unser Ziel dann. Gut. Hier haben wir dann noch die Rakete, die wir haben wollten. Passt. Ach, da sind jetzt noch zwei Dingens dran, ne? Satelliten, die wir nicht brauchen. Ja. Dann machen wir die ab. Solarzellen sind dran, ne? Was wollen wir mehr? Können wir steuern? Können wir lenken. Ist noch die Frage, was wir hier überhaupt haben. Gehen wir näher ran gerade. Da ist keine Antenne, da ist nichts dran. Das können wir dann noch gerade ändern. Fallschirm ist oben drauf, passt schon. Dann braucht man einen Thermostat. Ein Thermostat, ein Thermometer natürlich. Kann ich die jetzt auch? Ja.
Okay, das da dran. Barometer. Kommt da drunter. Der Gu kommt auf die andere Seite. Und dann... Ach so, dieser hier wäre das, ne? Der ist zu groß. Science Junior. Den haben wir noch nicht mit, ne? Nee. Aber den könnten wir ja mitnehmen, weil wir die zwei Satelliten ja nicht dabei haben, oder? Macht das Sinn? Dann macht das nicht wirklich Sinn, ne? Komm, wir wollen nur eine Rettungsaktion starten. Dafür brauchen wir kein Science jetzt und das machen wir so. Fertig. Die paar Sachen können wir mitmachen. Eine Antenne brauchen wir noch. Holen wir die noch. Aus der Batterie ist da Strom dran, ne? Das ist die nächste Frage. Hat er das da drunter gehabt? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ne? Das ist ein Dekoppler, ja. Das weg. Und das erst drunter. Passt. Ach so, Strom. Ja, doch, Solarzellen sind ja hier. Alles. Ja, okay. Jetzt haben wir eine Batterie auf jeden Fall dabei. Und dann brauchen wir das alles nicht. Hier sind die Antennen. So eine mal. Keine Ahnung. Die Sekunde, das haben wir dann. Gut, dann würde ich sagen, ist das hier die V4. Speichern wir ab. Und dann... Ja. Gucken wir nochmal nach. Das sind die Triebwerke. Die starten mit denen zusammen. Passt, dann gehen die ab. Das passt auch. Das und das startet. Das passt auch. Hier oben ist was verkehrt, glaube ich. Den machen wir vielleicht besser dahin. Und dann den Fallschirm erst auf. Nochmal speichern. Und dann haben wir das, oder? Kostet so und so viel. Bandbreite und Electric Charge, okay. Ja. Lassen wir das erstmal so. Gut. Achso, den Schwerpunkt, den sollen wir vielleicht nochmal gerade angucken. Das sieht aber alles soweit so gut aus, oder? Speichern und schicken wir hier auf die Rampe. Und machen das SAS an. Stehen tut sie, ne? Geben Schub. Und können wir eigentlich losfliegen, ne? 3, 2, 1. Go. Oh Gott, naja, das ist jetzt ein Fehlversuch. Wir haben ja einen zu retten, ne? Wie willst du den mitnehmen? Ja, dann machen wir irgendeine andere Geschichte daraus. Weiß noch nicht welche.
Das war jetzt nicht so eine tolle Idee, ne? Okay. Ich glaube, wir fliegen jetzt auch gerade irgendwie nicht die richtige Sache, oder? Ja, wir kriegen jetzt einen komischen Orbit hin. Naja. Die weg, wohl leer. Okay, die sind da irgendwie alle zusammengeknallt, kann das sein? Und jetzt müssen wir schon mal hier so fliegen, ne? Okay. Das kann dann auch weg. Und dann müssen wir noch einen Orbit schaffen. Kriegen wir auch noch hin, ne? Mal ein. Das heißt ja geostationär, ich glaube schon, ne? Ja, sieht aber gut aus. Den kriegen wir hin. Ich glaube, wir machen mal gerade kein Dingens mehr, keinen Vorschub mehr. Machen den Typen mal ab. Dass wir da unten mehr hinkommen. So. Und dann schieben wir da wieder die Energie weiter. Der absolute Fehlversuch, ne? Machen wir gerade, oder? Kann das sein? Der absolute Fehlversuch. So. Da müsste jetzt gleich der Dingens kommen. Die Periapsis ist da. Und so, jetzt sind wir im All. Reicht. Ja, jetzt ist nur die Frage, was wir daraus machen, ne? Da haben wir irgendwie so Mist jetzt geschafft. Da gibt's nichts, wollen wir also auch nicht machen. Macht jetzt hier irgendwie nicht so wirklich den Sinn. Ruhebericht macht auch keinen Sinn. Temperatur. Anzeige war das, okay. Brauchen wir ja auch nicht machen. Beziehungsweise war der Druck, war nicht die Temperatur. Ja, das ist hier alles erstmal umsonst. Gut. Da haben wir das schon mal gut festgestellt, ne? Dass wir da jetzt gerade voll den Dingens gemacht haben. Voll den schlechten Start etc. und so fort. Und naja. Gucken wir, was wir nächste Folge daraus noch machen können. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.